Rafe, ich glaube nicht, dass dieser Besuch beim Arzt nötig ist. Was letzte Nacht passiert ist, habe ich dir doch schon gesagt. Ich weiß. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mit diesem Arzt reden. Ich verstehe nicht, was das soll. Das bringt uns das Baby auch nicht wieder. Ist das für dich wirklich so schwer zu verstehen? Ja. Lisa, ich fühle mich einfach schuldig an der Fehlgeburt. Wenn du dich nicht so über mich geärgert hättest, dann wäre Rafe, das doch... Rafe, hör auf, du kannst nichts dafür. Ich will doch nur sicher gehen, dass mit dir wirklich alles wieder in Ordnung ist. Okay. Dagegen kann ich ja nun auch nichts mehr sagen, wenn du so besorgt um mich bist. Also gut, weißt du was, du holst den Wagen und ich mach mich schnell fertig. Einverstanden? In Ordnung. Rich, ich rufe Rich an, der kann mir ganz sicher sagen, was ich tun soll. Ja, bitte, wer ist da? Ach, Gott sei Dank bist du da. Rich, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Was ist denn jetzt schon wieder, Lisa? Werd jetzt nicht ironisch, dafür habe ich wirklich keine Zeit. Ja. Rafe möchte den Arzt sprechen, der mich behandelt hat. Er holt den Wagen und will, dass wir sofort dahin fahren. Was soll ich denn bloß machen? Tja, du bist doch sonst so schlau, denk dir was aus. Ich habe es satt, für dich immer wieder gerade zu stehen. Und noch was, Liz. Tu mir bitte einen Gefallen, lass mich in Zukunft damit in Ruhe. Du gehst mir auf die Nerven mit deinen Geschichten. Wiederhören. Komm schon, bitte, bitte, das kannst du doch jetzt nicht machen. So, dann sag mir einen guten Grund, warum ich dir helfen sollte. Aber wir sind doch Freunde. Ach ja, ich vergaß. Wir sind Freunde. Okay, Lisa. Ich helfe dir noch ein einziges Mal und dann sieh zu, wie du klarkommst. Und ich will dir noch was sagen. Dieses Mal zahlst du dafür. Ja. Für zwei Personen um 8 Uhr. Der Name ist Gates. Und bitte veranlassen Sie, dass ein schöner Blumenstrauß auf dem Tisch steht. Danke. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich diese Blumen bestellt? Was soll das? Skyler. Oh. Ich habe Sie unterbrochen, nicht wahr? Oh, nein, nein. Kommen Sie rein, Jody. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so unangemeldet hier erscheine. Das ist kein Problem. Was ist los mit Ihnen? Ist irgendwas passiert? Es ist wegen BJ. Ich mache mir solche Sorgen um Sie. Wach auf, aufwachen, du kleine Langschläferin. Hallo. Wir sind doch nicht nach San Francisco gefahren, damit du den Tag verschläfst. Wie spät ist es? Es ist schon fast 12. Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Also, wenn sich jemand den Schlaf verdient hat, dann du. Was soll das denn? Das ist dein Frühstück im Bett. Und weißt du was? Ich habe der Köchin gesagt, sie hat frei, habe mich in die Küche gestellt und die Köstlichkeiten selbst zubereitet. Das ist ja großartig. Ach, das mache ich doch gern. Du verwöhnst mich. Das gefällt mir. Und das werde ich auch weiterhin tun, solange ich darf. Es ist wirklich wahnsinnig schön, Warren, einfach mal alleine mit dir zu sein. Aber mich interessiert immer noch, wieso du so überstürzt mit mir nach San Francisco gereist bist. Es war ja, als wäre der Teufel hinter uns her. Gestern? Warren Lockridge und BJ Walker haben es tatsächlich fertiggebracht, nach San Francisco zu fahren? Und wieso bitteschön erfahre ich jetzt erst davon? Dann verraten Sie mir, was diese Überwachungsaktion überhaupt sollte. Wissen Sie, was wirklich der Gipfel ist? Dass es mich noch nicht einmal überrascht, dass Sie das sagen. Finden Sie die beiden! Was haben Sie in meinem Büro verloren? Haben Sie noch nicht genug angerichtet, McCabe? Thank you.
liebe deine zarte Haut. Und dein wunderschönes Haar. Oh Gott, Sawyer, hör auf damit. Ich kann nicht. Wir haben ausgemacht, dass wir warten. Ich weiß, aber es ist unmöglich. Wir schlafen jede Nacht nebeneinander und egal wo ich bin, immer spüre ich deine Nähe. Ich glaube, ich halte das nicht mehr lange aus. Mir fällt es auch schwer. Aurora, hör zu. Komm, komm, setz dich. Wir haben beide gesagt, dass sich unsere Wege nie wieder trennen dürfen, egal was passiert. Aber das würde ich gern ganz offiziell machen. Sawyer, was meinst du denn damit? Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich sag es einfach, wie ich es fühle. Aurora, ich liebe dich, wie ich noch nie jemanden vorher geliebt habe. Und ich möchte dich nie wieder verlieren. Oh Gott. Wenn wir das hier endlich alles überstanden haben und wir wieder ein normales Leben führen, würdest du dann vielleicht meine Frau werden wollen? Sawyer, wieso fragst du denn sowas? Das weißt du doch. Ich würde es gerne hören. Sag es. Ja. Ja, ich will dich heiraten. Jetzt, wo ich es weiß, kann ich warten, bis es soweit ist. Es fällt mir schwer, aber ich muss gehen. Tut mir leid, ich muss wirklich los. Bis wann arbeitest du denn heute? Ich arbeite heute nicht. Ich treffe mich mit Mr. Watkins zu einer Trainingsstunde. Morgen ist doch mein erster Kampf. Mir wäre es lieber, wenn du es nicht tun würdest. Die Sache ist nicht in Ordnung. Aber es bringt Bares. Was ist, wenn dir was passiert? Deine Gesundheit ist tausendmal wichtiger als dieses Geld. Ich pass schon auf. Es wird nichts passieren. Ich gebe dir auch die Nummer, wo du mich erreichen kannst. Dann kannst du mich jederzeit anrufen. Okay. Hier ist sie. Ich bin heute Abend zum Essen wieder da. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Also? Bis dann. Ich liebe dich. Ich muss mir unbedingt etwas einfallen lassen, das uns Geld bringt, damit Sawyer das nicht mehr tun muss. Da draußen und warte auf dich. Wieso kommst du denn nicht? Lisa! Sei bitte nicht böse, Ray. Na schön. Was ist mit dir? Ich dachte, wenn ich mich zusammenreiße und konzentriere, könnte ich nachvollziehen, was in dieser Nacht passiert ist. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht einmal mehr, wo diese Klinik ist. Ich hatte solche Schmerzen, ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe Rich gefragt. Er wird gleich kommen und mit uns zu diesem Arzt fahren. Rich. Rich. Was hast du denn eigentlich immer mit diesem Rich? Ich meine, ich weiß, dass er ein guter Freund von dir ist. Ja, er ist ein guter Freund. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und ich wüsste gar nicht, was ich ohne ihn in dieser furchtbaren Nacht gemacht hätte. An meinen Vater konnte ich mich ja nicht wenden. Rich war der Einzige, der mir geholfen hat. Du hast recht. Du hast recht. Wir können von Glück sagen, dass du nicht alleine warst. Und dafür würde ich sogar Rich Landers höchstpersönlich meinen Dank aussprechen.
wenn es sein muss. Ich habe solche Angst, wieder in die Praxis dieses Arztes zu müssen. Kannst du das nicht verstehen? Doch, natürlich verstehe ich das. Du solltest da nicht hingehen. Rich und ich werden alleine gehen. Nein, nein. Kommt nicht in Frage. Wir haben unser gemeinsames Baby verloren und jetzt sollten wir damit auch gemeinsam fertig werden. So, und wo bleibt er? Ich weiß nicht, er ist vielleicht... Jedenfalls ist er auf dem Weg. Vielleicht ist er ja in einen Stau gekommen oder irgend sowas. Ich hätte gerne eine Antwort, Warren. Weißt du, wenn irgendjemand Urlaub verdient hat, dann du. Das ist der Grund? Natürlich ist das der Grund. Und was Skylar angeht, er hat uns seinen therapeutischen Segen gegeben. Mach dir darüber keine Gedanken. Weißt du was, Warren? Ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Das sagst du jetzt. Ich weiß, wenn ich erst mal wieder in Santa Barbara bin, steht mir einiges bevor. Aber heute bin ich hier. Heute sind nur wir beide wichtig. Ich möchte mit dir durch die Straßen laufen und kein Mensch weiß, wer wir sind. Wir könnten genauso gut Mr. und Mrs. Smith sein oder irgendwer sonst. Ich bin ganz schön verrückt, hm? Na und? Verrückt sein ist gut. Es hat seinen Reiz, besonders bei dir. Also, was willst du zuerst machen? Mrs. Smith. Was fällt Ihnen ein, ohne meine Erlaubnis hier reinzukommen? Verschwinden Sie sofort. Gehen Sie schon. Oh, das ist aber eine schöne Begrüßung. Wollen Sie hier rumschnüffeln, McCabe? Was könnte ich denn hier wohl finden, Kelly? Also, Ihr Auftrag, Reese und Jodys Leben zu zerstören, läuft für Sie ja sehr zufriedenstellend, nicht wahr? Dass Sie morgens noch in den Spiegel sehen können, ist mir unverständlich. Mir gehen langsam aber sicher die Leute auf die Nerven, die behaupten, ich hätte Schuld an der Situation der Walkers. Ich habe doch überhaupt kein persönliches Interesse daran, sie schlecht zu machen. Ich bin nur ein Polizist und ich mache meine Arbeit so gut ich kann, genauso wie alle meine Kollegen. Damit meine ich auch Castillo. Also lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie so gut sind, wie kommt es dann, dass Castillo in dieser Nacht verschwinden konnte? Das weiß ich immer noch nicht, aber vielleicht können Sie mir die Frage jetzt beantworten. Auf diese Frage finde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben eine Antwort. McCabe, mir kommen gleich die Tränen, oh bitte. Vielleicht habe ich ihn nur gehen lassen, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Mann unschuldig ist. Oh. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich bin nicht unterwegs, um jemandem absichtlich oder unnötigerweise Schaden zuzufügen. Ich will nur die Wahrheit. Und mit den Ergebnissen der DNA-Analyse sind wir der Wahrheit schon bedeutend näher. Die DNA-Analyse? Das war ja ein genialer Einfall. Ach, wenn Sie nur die geringste Ahnung davon hätten, was hier wirklich abläuft. Dann wüssten Sie, dass diese Analyse nicht meine Idee war. Ja, Sie können mir viel erzählen. Ich bin im Gegensatz zu den Leuten hier ehrlich. Ihr Freund Reese Walker hatte diese glorreiche Idee. Und ich habe alles versucht, ihn davon abzubringen. Reese wollte die Analyse? Offensichtlich haben Cruz und Jody es geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass es diese Liebesaffäre nie gegeben hat. Mit dieser Analyse wollte er beweisen, dass BJ nicht Cruz' Tochter ist. Es war keine Affäre. Wie auch immer. Jedenfalls hat Cruz für sein plötzliches Verschwinden einen verdammt guten Grund. Er glaubt, so schützt er seine Tochter. Und sie hat er dabei vergessen. Das zeigt doch wieder, dass Blut dicker ist als Wasser. Tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Sie können sagen, was Sie wollen, McCabe. Es trifft mich nicht. Also, was nun? Tja, so wie die Dinge jetzt liegen, ist Castillo der Hauptverdächtige. Ich habe gerade erfahren, dass BJ Walker und Warren Lockridge urplötzlich zusammen verreist sind. Sie sind doch clever genug. Warum ziehen Sie nicht Ihre eigenen Schlüsse, was ich als nächstes tun werde? Okay, vielleicht sollten wir nicht gehen, Rafe. Ich dachte, das wäre geklärt. Ja, weil ich glaubte, es ginge doch. Aber ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass wir uns beide damit keinen Gefallen tun. Ist das nicht genug, dass wir das Baby verloren haben? Ich meine, müssen wir wirklich die ganze Sache aufs Neue aufrollen? Ich finde, wir sollten jetzt Vergangenes ruhen lassen und nach vorne sehen. Solange ich nicht weiß, warum wir das Baby verloren haben, werde ich niemals zur Ruhe kommen können. Du kannst also bleiben, wenn du willst, oder mitkommen. Aber ich gehe dahin. Na, endlich. Na, das hat aber lange gedauert. Begrüßt man so seinen besten Freund?
Rafe, also ich habe gerade herausgefunden, dass Dr. Cook jetzt in Urlaub ist. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat ja seine Arzthelferin Zeit. Sie sagt, wir können vorbeikommen. Dann lass uns gehen. Was? Nun geh schon. Und obwohl Cruz es zugegeben hat, stellt McCabe seine Untersuchungen doch nicht ein. Ich glaube, er ist davon überzeugt, BJ hat Frank umgebracht. Warren hat mir davon erzählt. Deswegen ist er mit ihr weggefahren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin froh. Aber selbst wenn Sie bis ans Ende der Welt fahren, Connor wird Sie finden. Vorher wird er nicht aufgeben. Sie machen sich zu viel Sorgen. Warren beschützt Sie. Ja, aber nur so gut er kann. Und Sie unterschätzen McCabe. Der ist wirklich hartnäckig. Es ist fast so, als müsste er etwas beweisen, indem er eine Familie kaputt macht. Und diesmal hat er es fast geschafft. Wie? McCabe hat mein Geheimnis aufgedeckt. Meinen Sie die Geschichte mit BJ und Cruz? Sie wissen davon, dass Cruz BJs Vater ist? Kelly hat's mir gesagt. Ich hoffe, das nehmen Sie ihr nicht übel. Tja. Wollen Sie denn nichts sagen? Zum Beispiel, wie gemein es war, meiner Familie so etwas anzutun. Sie haben das sicher anders gesehen. Für Sie war es das Beste für Ihre Familie. Ja, so war es. Tja, dann ist es doch überhaupt kein Verbrechen. Sie werden nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Vielen Dank für alles. Was ist mit Ihrem Mann? Wie hat er diese Nachricht aufgenommen? Nun, wir sind nicht mehr zusammen. Und er spricht auch nicht mehr mit mir. Das tut mir leid. Ich kann ihm nicht mal was vorwerfen. Aber wenn er nicht damit zurechtkommt, was wird BJ machen, wenn sie davon erfährt? Ich meine, Reese ist alles für sie. Sie kennt Reese nur als ihren Vater. Und was ist, wenn sie jetzt auch noch auf ihn verzichten muss? Sie haben recht. Rees Zuneigung ist im Moment für BJ sehr wichtig. Das gibt ihr Halt. Ich glaube, die Stabilität dieser Beziehung hat BJ bisher immer geholfen, mit all ihren Problemen fertig zu werden. Dann darf sie es nicht herausfinden, nicht jetzt. Ich meine, oder wäre das verkehrt? Nein. BJ wird zu gegebener Zeit auch damit fertig werden. Aber im Moment sucht sie einfach Luft zum Atmen. Sie sollten ihr etwas Zeit geben. Je mehr Zeit sie hat, desto besser. Aber vielleicht hat sie überhaupt nicht die Zeit dazu. Nicht, wenn Connor McCabe sie zuerst findet. Dazu darf es nicht kommen, Skyler. Nochmals vielen Dank für Ihren freundlichen Besuch. Es tut mir so leid, dass Sie schon gehen müssen. In Ordnung. Werfen Sie mich raus, das ist eine gute Art, mit Problemen umzugehen. Aber ich warne Sie. Wenn sich die Fakten verdichten, kann es unter Umständen sehr schnell gehen. Welche Fakten? Die Staatsanwaltschaft wird sich vielleicht dafür interessieren, dass Sie und Cruz für diesen Mordfall wichtiges Beweismaterial vorsätzlich vernichtet haben. Sie werden vorgeladen und befragt. Sie stehen unter Eid. Und wenn Sie lügen, dazu muss ich ja wohl nichts weiter sagen. Nein, nicht nötig. Mein Gott, sind Sie verbohrt. Haben Sie ein Problem mit meinem Charakter, McCabe? Sie wissen, wo die Tür ist. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht, Kelly. Sie decken die Tochter des Mannes, für den Sie aus Liebe durch die Hölle gehen würden. Aber Sie sollten aufwachen, denn er ist weg und er kommt sicher nicht wieder. Ich habe keine Lust, mir das anzuhören, danke. Oh, doch, das werden Sie. Lassen Sie mich los. Langsam gehen Sie entschieden zu weit. Sie sind sich wohl der Konsequenzen nicht bewusst. Aus Liebe ins Gefängnis zu gehen, ist ein hoher Preis dafür. Ganz besonders, wenn sich der Verantwortliche auch noch aus dem Staub gemacht hat. Sie sind wirklich gut, McCabe. Sie sind wirklich gut. Sie denken immer nur an Ihren Job, sogar wenn Sie so tun, als wären Sie menschlich. Entschuldigen Sie mich. Glauben Sie vielleicht, ich hätte Sie nicht durchschaut? Sie kommen hierher und heucheln Anteilnahme und glauben, ich fall drauf rein und fange an zu reden, aber von mir werden Sie nichts erfahren. Auf Wiedersehen. Denken Sie gut darüber nach, Kelly. Auf Wiedersehen. Oh Gott. Oh, Cruz, ich hoffe wirklich, dass ich das schaffe. Thank you.
Raphael. Hallo. Es tut mir leid, dass ich dich störe, aber hast du etwas gehört? Ich weiß. Danke, ich weiß. Bis dann. Cruz, oh Gott, Cruz. Kelly Capua. Hallo Kelly, hier ist Skylar Gates. Oh, hallo Skylar. Wie geht's? Gut. Ist es gerade ungünstig? Nein. Ja, ich hab ziemlich viel zu tun. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich wollte Sie nur an unser Essen heute Abend erinnern. Das geht doch klar, oder? Ja, es bleibt dabei. Natürlich. Also gut, ich hole Sie dann gegen 6 Uhr in Ihrem Büro ab. In Ordnung. Skylar? Ja? Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen. Schön. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Kelly Capwell. Oh, entschuldigen Sie bitte, dass Sie so lange warten mussten. Macht nichts. Schon in Ordnung. So, haben Sie irgendwelche Beschwerden nach der Fehlgeburt gehabt? Naja, es geht. Ich bin ein wenig depressiv, aber... Nun, das ist ja wohl verständlich, oder? Haben Sie irgendwelche körperlichen Beschwerden? Ich habe manchmal Krämpfe. Oh, ich bin sicher, Dr. Cook hat Ihnen gesagt, dass das vorkommen kann. Also, ich könnte Ihnen noch einmal einige dieser Schmerztabletten mitgeben, wenn Sie möchten, Linda. Lisa. Mein Name ist Lisa. Natürlich. Wissen Sie, es tut mir wirklich sehr leid, was Ihnen passiert ist. Ist schon gut, danke schön. Ich hätte da noch ein paar medizinische Fragen. Vielleicht könnten Sie mir die beantworten? Gab es irgendwelche Probleme? Oder irgendwas, was wir wissen sollten. Nein, da ist uns nichts aufgefallen. Und ich sehe auch kein Problem darin, dass Sie in Zukunft noch Kinder bekommen können, wenn Sie darauf hinaus wollen. Gut, okay. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Sie haben sicher viel zu tun, jetzt wo Dr. Cook in Urlaub ist. Okay, gehen wir. Cynthia. Cynthia war doch richtig, oder? Gut. Und bitte sagen Sie Dr. Cook schöne Grüße von uns. Das mache ich. Gehen wir. Komm, Rafe, komm. Geht ruhig schon mal vor. Ich möchte noch ein paar Fragen mit ihr klären. Alleine. Ja, das ist gut. Sehr gut. Ja, das ist gut. Und die Deckung nicht vergessen. Gut so. Ja, sehr schön. Und die linke. Ja, gut, sehr gut. Es reicht jetzt. Es reicht genug. Puh, ich bin beeindruckt, Junge. Das wird ein großartiger Kampf werden. Warte nur, bis du die Werbung siehst, die ich angeleiert habe. Welche Werbung? Ja, auf den Kampf wurden viele Wetten abgeschlossen, Junge. Was denkst du denn? Watkins Boxschule? Moment mal. Junge, da ist eine Aurora dran. Oh, ja. Hör zu, in Zukunft keine Privatgespräche mehr, okay? Du sollst hier trainieren und nicht mit dem Mädchen rummachen. In Ordnung. Hallo? Hallo. Treffen wir uns später zum Essen, ich lade dich ein. Ja, klar, machen wir. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Was für eine Überraschung? Das wirst du schon sehen, wir treffen uns um 5, okay? Gut, bis dann. Ich freue mich. Sind Sie Marianne? Oh, nein. Aurora, bitte, kommen Sie rein. Kommen Sie. Hm, nicht übel. Haben Sie sich das gut überlegt? Habe ich. Mein Freund würde mich dafür sicher umbringen. Tja, aber wir brauchen das Geld. Naja, ich will es Ihnen auch nicht ausreden. Immerhin ist das Ihre Sache, oder? Aber Sie müssen mir vorher etwas unterschreiben. Oh, kein Problem. Gut. Hier,
Du wirst es bestimmt noch ziemlich weit bringen. Das kannst du mir glauben. Tja, wenn Sie meinen. Hören Sie, es wäre mir lieber, wenn es ohne großartige Werbung über die Bühne gehen würde. Ach, vergiss es, Junge. Die Werbung ist das Wichtigste überhaupt. Wie soll ich denn mein Geld verdienen? Ja, mach dir keine Gedanken darüber. Du hast ja nur eins zu merken, ob du gewinnen oder verlieren sollst. Verlieren? Ja. Ich bin nicht hier, um zu verlieren, Mr. Watkins. Junge, das habe ich zu bestimmen. Verstehe. In diesem Fall müssen Sie sich nach einem anderen umsehen. Ich bin nicht interessiert. Hey, das glaube ich aber doch. Und die Werbung wird dir auch nichts ausmachen, da bin ich sicher. Weil du noch nicht weißt, wie gut du auf diesen Postern aussiehst. Hey, weißt du was? Ich glaube, das hier wird sich mit Sicherheit sehr gut auf dem Poster machen. Oh ja. Was hältst du davon? BJ, nimm den bitte wieder ab. Der steht hier nicht besonders, wenn du mich fragst. Lass mich was für dich aussuchen. Oh, das hier. Wie zu meiner Zeit. Und, wie sieht das aus? Lass mal sehen. Oh, Warren, nein. Kein Stirnband. Du hast recht. Wie wär's mit deiner Krawatte? Das habe ich noch nie an dir gesehen. Entschuldigung. Wie sieht sie aus? Gar nicht schlecht. Finde ich auch. Das Muster ist toll. Oh, sieh mal hier. Eine Weste. Probier sie mal an. Oh, sieht doch gut aus. Jetzt fühle ich mich seriös. Du siehst auch seriös aus. Gefällt sie dir? Ja, sehr. Aber was soll das denn eigentlich werden? Warte. Jetzt bin ich dran. Was wollen Sie denn, McCabe? Ich habe soeben erfahren, dass Warren Lockridge und BJ Walker zusammen verreist sind. Ich dachte, vielleicht können Sie mir etwas darüber sagen. Nein, da kann ich Ihnen nicht helfen. Also, ich möchte Sie nicht dazu zwingen, das Vertrauen Ihrer Patienten zu missbrauchen. Aber gesetzt den Fall, dass Sie BJ helfen wollen, sagen Sie mir, wo sie ist. Meine Patientin ist im Moment nicht sehr belastbar, McCabe. Vielleicht sollten Sie sich bewusst machen, dass sie das Opfer ist. Der Verbrecher ist tot. Tja, und jetzt bin ich dran. Sie sollten dankbar sein, dass ich den Fall bearbeite, statt mir Steine in den Weg zu legen. Wirklich? Wieso das? Ich bin kein gefühlloser Amtsschimmel, falls Sie das denken. Das, was ich hier machen muss, mache ich auch nicht gern. Ich behandle die Betroffenen mit Respekt und so viel Einfühlungsvermögen, wie mein Job erlaubt. Glauben Sie mir, wenn ich nicht hier wäre, dann wäre es jemand anderes. Vorsicht, McCabe, mir scheint, Sie werden sensibel. Vielleicht könnte das, was wir besprechen, unter die ärztliche Schweigepflicht fallen. Dr. Gates, Sie können mich unterstützen, Sie können es aber auch lassen. Aber früher oder später finde ich BJ Walker auf jeden Fall. Ach, beruhige dich, Junge. Von mir erfährt niemand was. Ich bin auf deiner Seite, glaub es mir. Ich müsste ja schön blöd sein, wenn ich mein bestes Pferd im Stall aufgeben würde. Ich verlange nur, dass du mein Spiel mitspielst. Dann haben wir keine Probleme. Aber wenn nicht, dann übernehme ich keine Garantie für deine Sicherheit. Weißt du, was ich meine? Dann ist es ja gut. Na also, ich habe eine Idee. Ich nenne den ersten Kampf der Schöne und das Biest. Das ist clever, hey? Und es passt genau. Jetzt zeige ich dir mal das Biest. Tony! Hey, Tony! Hey, Tony! Tony! Komm mal her!
Was glaubst du, warum er jetzt noch alleine mit ihr reden muss? Das weiß ich doch nicht. Sie macht das schon. Na, schönen Dank. Wenn sie das genauso gut macht wie vorhin mit meinem Namen... Hör zu, sie verdient sich dabei eine Stange Geld, okay? Und zwar mein Geld, weil du ja keines hast. Und wenn ich sage, sie macht das, dann wird es auch so sein. Na schön. Rich, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, dass du das für mich machst. Ich muss wirklich sagen, in solchen Dingen macht dir keiner was vor. Ich bin dir was schuldig. Was? Was denn? Ich hab jetzt genug davon. Verstehst du, ich hab jetzt wirklich genug. Und ich dachte, wir wären Partner. Wir waren Partner. Bis du dich in diesen Blödmann verliebt hast. Ich hab nicht gesagt, dass ich in ihn verliebt bin. Sehe ich eigentlich aus wie ein Idiot? Du hast mich nur benutzt, Lisa. Du wolltest eigentlich nur Rafe. Und ich wurde nur ausgenutzt. Die Idee zu der ganzen Geschichte kam doch auch von dir und nicht nur von mir. Jetzt halt deinen Mund und hör mir zu, denn von jetzt an sage ich, wie es gemacht wird, okay? Hast du verstanden? Du kannst ja solche Typen wie diesen Castillo behandeln wie einen Idioten, aber bei mir läuft das nicht. Und weißt du was? Vielleicht ist es angebracht, ihn über ein paar Dinge aufzuklären. Was meinst du? Zum Beispiel über diese Hochzeit, die nie stattfand, oder die erfundene Schwangerschaft, oder vielleicht besser umgekehrt. Wie ist das dir eigentlich lieber? Jetzt hör doch auf damit. Wieso denn, Lisa? Das ist doch sowieso alles nur ein verlogenes Spiel für dich. Oder? Na gut. Zugegeben, es hat sich einiges geändert. Ich meine, es gibt vielleicht noch eine Chance für mich und Rafe. Wie rührend. Mir kommen gleich die Tränen. Mach es bitte nicht kaputt, bitte. Ich weiß nicht, Lisa. Ich weiß nicht. Sieht so aus, als hätten wir jetzt neue Spielregeln, habe ich recht? Ich meine, was habe ich denn noch davon? Mich seid ihr los und ihr habt es mittlerweile in eurem Nest richtig schön kuschelig und gemütlich. Na schön, ich werde alles tun. Rich, ich tue alles. Moment noch mal, Lisa, ich hab's nicht gehört. Kannst du das wiederholen? Ich sagte, ich tue alles. Genau das wollte ich hören. Ich wette, du hast keine Ahnung, wo wir gerade sind. Das hier ist Geschichte. Das ist Musikgeschichte und Kulturgeschichte. Ich hatte sogar meine eigene Band, stell dir vor. Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, dann wäre ich mit den Jungs am liebsten hier. Oh, Warren, du überraschst mich wirklich. Ich wusste gar nicht, dass du ein verkappter Hippie bist. Ich bin doch kein Hippie. Mir geht's nur um die Musik, sonst nichts weiter. Jefferson Airplane, Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young, Blood, Sweat & Tears, alle waren sie hier. Cream, Iron Butterfly, alle haben sie hier gespielt. Was ist das? Schokoladengebäck. Ich backe, wenn ich nervös bin. Yum. Dankeschön. Wie geht's dir? Nein, ich hab genug. Ich fühle mich furchtbar. Wie geht's dir? Auch nicht besser. Wir wären gute Gäste für diese Hausfrauen-Talkshows. Morgen als Studiogäste Frauen mit Karriere, Keksen, aber ohne Männer. Da sagst du was Wahres. Karriere. Mir scheint, du vergräbst dich in deine Arbeit. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, es auszuhalten. Zuerst habe ich mich versteckt. Dann fiel mir die Decke auf den Kopf. Nur ich, meine Angst und der Hund. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten wie eine Verrückte. Das Problem ist nur, ich kann mich kaum konzentrieren. Ich bin so vergesslich. Und ich konnte kaum mehr aus den Augen sehen. Solche Kopfschmerzen hatte ich. Das wäre was für Freud. Ich bin anscheinend nicht die Einzige. Brace will den Tatsachen auch nicht ins Auge sehen. Du meinst BJ? Ich habe ihn wahnsinnig verletzt, Kelly. Hätte ich's gesagt, wäre es nicht so weit gekommen. Er hätte es nicht auf diese Art erfahren sollen. Du hast schon so oft darüber nachgedacht. Zu der Zeit hättest du nichts Besseres tun können. Ja, aber was ist denn das für eine Entschuldigung? Connor ist auf der Suche nach meiner Tochter. Und dass er sie findet, ist sicher. Mein Sohn ist auch verschwunden und er weiß noch nicht einmal, dass er gar nicht mehr verdächtigt wird. Mein Mann schaut mich nicht mehr an. Also wenn ich jetzt jemanden brauche, ist es sicher Cruz. Oh Gott. Ist schon in Ordnung, das macht nichts. Hat einer von euch beiden von BJ gehört? Dass BJ weg ist, weiß Reese gar nicht. Und ich bin ganz bestimmt die Letzte, die etwas von ihr hört. Wahrscheinlich ist es so das Beste. Wenn wir etwas wüssten, riskieren wir nur, dass wir Connor direkt zu ihr führen.
glaube, die Sache ist schon weiter fortgeschritten. Connor McCabe sagt, er hat Hinweise, wo sich BJ und Warren aufhalten, und er hat seine Männer dorthin geschickt. Er wollte sich nur noch einen Haftbefehl besorgen. Connor hat einen Haftbefehl? Er hat das nicht gesagt, aber ich kann mittlerweile zwischen den Zeilen lesen. Und so wie ich verstanden habe, bekommt er ihn noch heute. Und was jetzt? Ich muss zu Reese, wir müssen das unbedingt verhindern. Es tut mir leid. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Sie können mir glauben, ich weiß nicht, wo Warren und BJ sind. Würden Sie es sagen, wenn Sie es wüssten? Nein. Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Ich weiß, sie hat einiges durchgemacht. Aber leider wird es nur schlimmer statt besser. Und dafür halte ich den Kopf hin. Ihren Job wollte ich für nichts in der Welt haben. Es gibt Zeiten, da würde ich ihn sogar verschenken. Ach, hatten Sie Gelegenheit, nachdem ich bei Kelly war, mit ihr zu sprechen? Ja, am Telefon, ja. Wir haben für heute Abend ein Treffen vereinbart. Gut. Sie braucht etwas, das ich ihr nicht geben kann. Vielleicht können Sie es. Was ist mit Ihnen los? Was meinen Sie damit? Wie wollen Sie eigentlich Ihren Konflikt lösen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen Kelly Capwell wichtiger ist, als Sie zugeben wollen. Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Kelly Kipper? Kelly, es tut mir leid, dich schon wieder zu belästigen, aber du kennst doch Reese. Ich meine, er wird nicht mit mir reden, wenn ich alleine komme. Komm doch bitte mit. Jody, du musst nur vernünftig mit ihm reden. Er wird dir zuhören. Es geht schließlich um BJ. Hör zu, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Wenn du es nicht für mich machst, dann mach es für BJ. Du weißt, Cruz würde es auch wollen. Wo bist du? Ich bin in der Tiefgarage. Ich bin in 5 Minuten da. Ich fahre hoch an die Treppe. Schnell, Kelly. Gemacht. Sei ehrlich, wie findest du es? Komm, setzen wir uns erstmal irgendwo hin. Bist du böse? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott, du bist wunderschön. Du siehst süß aus. Also, was machen wir jetzt? Bring mich nach Hause, Mr. Smith. Ich möchte jetzt alleine mit dir sein. Oh, mein Gott, Will! Jody? Jody? Leidenschaft in
Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.